Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pool of Radiance hier in Textile House. Wir wollen uns noch ein bisschen mit Hobgoblins prügeln, haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht. Cool, jetzt seid ihr aber weit weg. Kommen wir nicht mal ran. Ja, du sowieso nicht. So. Ja, dann kommt mal her. Dankeschön. Schönes Schwert gelaufen. Noch ein Schwert gelaufen. Autsch! Ui, Mensch, Mensch, Mensch. Chef da hinten mit dem Bogen. Der mit dem Bogen. Nee, nee, nee. Einfach ein bisschen weit weg, fürchte ich. Dann machen wir das von Hand. Dankeschön. So, das war jetzt, glaube ich, Zufallsbegegnung Nummer 7. You're appalled by the stench in this damp building. Several baby hobgoblins flee, screaming in fear. Och, so süß. The floor is slippery from dung and reeks of urine. Nicht schön. Hauptgoblins. Weißt du was? Wir machen mal Cure Light Wounds auf Favrit. Oh, laufen sie wieder weg. Oh Gott, die Deppen. Sehr gut. Na, da kommt mal her. Ja, so ist brav. Genau. Ja, schön. Gen. Na komm, irgendeiner. Na also. Sehr gut. So. Ja, du hast ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Haben wir dich für einen Punkt geheilt, ne? Sehe ich das richtig? Ja, ist ja fantastisch. So, dann schauen wir mal. Na, also. Nope. Take money. Gold. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nee, wollen wir nicht. Das wird nämlich Zufallsbegegnung Nummer 8. Glaube, hier irgendwo sind noch mehr Hobgoblins.
Du. Nope. Da, so. Oh. Level 4 Kämpfer, Mensch, du musst einen Hobgoblin treffen. Und weg. Nope. So, zu Entwicklung Nummer 9. Glaube hier irgendwo, hups. Hier irgendwo gibt es eine Geheimtür, die man einfach nur findet, wenn man durch die Wand läuft. You see the chief of the hobgoblins, a huge ogre. As you enter, he rises to his full 10 feet of height. His head wreathed in the flickering shadows. Beauty creatures, he bellows. I allowed you to toy with my minions, but now I crush the life from your limbs. Das war eine ziemlich blöde Idee, dass du uns erlaubt hast, mit deinen Kollegen zu spielen, zumal Spielen in diesem Fall auch bedeutet hat, dass wir sie umgebracht haben. Nur so zur Information. Also das ist ziemlich, sind ziemlich schlechte People Skills und ziemlich schlechte Leadership Skills. Also es ist, ne? Nur, ich meine, das wird dir nichts bringen, diese Erkenntnis, das sind eine ganze Menge. Und du machst mal... kannst du nicht bewegen. Sleep. So, wahrscheinlich wird das gegen den Ogre nichts bringen. Aber wir können zumindest dann ja vielleicht hier die Kollegen, Hobgoblin-Leader, da kommen wir nicht ran, na gut, dann nicht. Ja, die befürchtet, Arsch, oh, das reicht aber. So. Auf Favrit müssen wir mal aufpassen. So, was wir erstmal machen, ist eine Stinking Cloud. Und zwar hierhin. Gut. Dann bringen wir schon mal den Kollegen Oga um. Dann fangen wir mal an. Den Herrn Favre zu heilen. Na, wollt er nicht in die Cloud rein? Hm? 13. Für 2 und für 1. Das ist so unfair.
Sleep. Weg. Du wirst weg. Du bist weg. Du bist auch weg. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Gut. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Ups. Okay. Nope. Okay. Was haben wir diesmal gekriegt? Hier eine Menge Copper. Ist da irgendwas Magisches dabei? Keiner mehr von euch detekt? Nicht gut. Nein, nehmen wir einfach. Wenn, dann ist es meistens das erste und das letzte, aber ich glaube, der Ogre hatte keine Waffen dabei. Nope. You find an iron box. Across the lock is the seal of the family of Cadorna. Opening the box will damage the seal beyond repair. Und das wird dann ja ein bisschen verdächtig sein. Deswegen take it unopened. Okay, die Box hätten wir. Dann speichern. Oh, das sieht doch schon besser aus. Okay. Gut, Box haben wir. Haben wir hier noch irgendwas? Natürlich nicht. So, mit der Box können wir... Ach, das haben die gemeint mit. Wir können euch mit dem Treasure helfen. Hier offensichtlich nicht. Na, come on. Na, hier ist einer. So. Glaube, das waren jetzt alle Zufallsbegegnungen. Können wir ja mal testen. Gespeichert haben wir, dann... heilen wir uns. Person, ja, und du
Cure. Detect. Ja. Du hast Stinking Cloud gezaubert und du hast Sleep und Stinking Cloud gezaubert. Na, funktioniert's? Das ist gut. Okay, das Gebiet ist also befriedet. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir jetzt schnell noch zu Ende heilen hier. Und ich würde sagen, das reicht. Entschuldigung. Gut. So, also kommen wir denn da jetzt mal hin. Dann können wir Searcher jetzt ausmachen. Scheint hier nichts mehr zu geben. Hier oben war das irgendwo, ne? Müssen wir wieder speichern. Der gute Mausling nicht wieder in den Tod fällt. Wir könnten auch einfach Bescheid sagen. Nein, können wir nicht. Notify. Welcome. Ja, ja, das wissen wir schon. We can duplicate the seal on their chest for half the treasure. No one will ever know. Interested? Aber immer. Mal davon abgesehen, Cardona ist eh ein Arschloch. Ich meine, das wissen wir noch nicht. Es ist vielleicht nur so Menschenkenntnis, dass wir uns das vielleicht denken können. Aber im Übrigen sind wir auch einfach devious. Ne? Also, und ein bisschen zusätzliche uns selbst belohnen, warum denn nicht? Na klar. 1200 Erfahrungspunkte. Dafür, dass man hier den Auftraggeber hintergeht. Ah, schön. Take money. Oh ja, natürlich. Share. Hallo. Ihr habt keine Ahnung, was das. Also Gauntlets of Ogre Power, könnt ihr euch denken, was macht. Das macht Stärke 18.00, das wollen wir haben. Ein Ring, müssen wir noch gucken, was der macht. Und was diese Dinger hier machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das könnte ein Zauberstab sein hier. Gold Banded Wand, aber Jewel Studded Bowl und Jewel Dragon Studded, keine Ahnung. Wir nehmen alles mit. The Old Thief laughs. Perhaps we shall meet again. He points his ring at you and you rise up and out the well. Das ist auch ein praktischer Ring. Fahrstuhlring. So. Wer kann denn? Du hast 18.00, du brauchst das nicht. Du hast 18.90. Du hast 18.90. Du hast 18.99, dann geben wir das Ding Brian the Fist. Ja, 18.00, herzlichen Glückwunsch. Das hat sich ja gelohnt. Ich meine, im schlimmsten Fall ist Cardona halt sauer. Ich meine, was soll da schon passieren? Ist ja sowieso seltsam, was das ist, das hier sein? Weiß gar nicht, hat er das gesagt? Ist das hier, gehört das irgendwie ihm? Weil ich meine, ist ja interessant, was hier so rumläuft. Also, wenn ich hier nochmal. Warte mal, er hat uns hier ja hingeschickt. Wenn ich da nochmal auf die. Auf dieses Journal Entry komme. He is livid about the undead coming out of Elhagen Graveyard. Aber gerade überlegt, ob der. Er. Also, wenn das. Wenn das tatsächlich hier Cardona gehört. Ob der He, also der Er, der hier in dem Journal Entry erwähnt ist, ob das vielleicht Cardona ist. Das weiß ich gar nicht. Mal gucken. Ich meine, wir haben ihn jetzt ja eh hintergangen. Wir wollen jetzt nur nachträglich noch so ein bisschen rationalisieren, nicht wahr? Vom Prinzip haben wir uns mit der Diebesgilde eingelassen und unseren Auftraggeber hintergangen. Das ist ein... Leber ist hart.
So, jetzt sind wir hier, ja, glaube eigentlich. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Schauen wir nochmal. War ich hier eigentlich ganz unten schon? Nein. Ach du Scheiße. Das sind genau die Zufallsbegegnungen, vor denen ich ein bisschen Schiss hatte. Oh Gott. Fuck it. Aber gespeichert haben wir. Die Draining Level. Das ist im Moment eine ziemlich blöde Angelegenheit. Ghoul, was ist das da? Ein Wild bestimmt nachher. Turn. Ach, die verschwinden in diesem Spiel nicht, die laufen nur weg, wa? Oder wie ist das hier? Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Oder werden sie festgehalten? Wie ist denn das? Keine Ahnung. Wie kriegen sie einfach nur Nachteile beim Kämpfen? Nee, sie hauen ab, tatsächlich. Aber sie müssen noch... Wir müssen noch aus dem Dings raus, aus der Karte. Das haben sie in späteren Spielen dann auch einfacher gemacht. Da verschwinden die dann einfach, wenn sie turned sind. Ja, haut bloß ab. Naja, was wir ja machen können, solange sie da nicht rauskommen... Zu weit weg? Oh Gott. Wie weit müssen wir denn ran? Können wir jetzt? Ja, ihr kommt da nicht raus, ich merke schon. Das ist auch zu weit. Na gut, dann bringen wir euch halt hier von hier hinten um. Ist mir auf jeden Fall lieber, als mich da mit euch direkt zu prügeln. Und da ihr hier nicht raus könnt. Immer noch blockt. Ja, da kommt er offensichtlich nicht raus. Na gut, dann machen wir jetzt ein bisschen Tontauben schießen. Wieso siehst du... So, kannst du ihn jetzt sehen? Nein, das ist Edna. Da. Oh shit, da war auch noch magisch. Na gut, dich müssen wir dann doch von Hand umbringen. Aber euch können wir so umbringen. Theoretisch. Wenn wir mal treffen würden. Obwohl, du hast doch magische, die müssten doch theoretisch Schaden machen. Ja, sehr gut. Und du gehst da jetzt mal heldenhaft hin und schlägst den Tod mit deinem zweihändigen Superschwert.
Ah, jetzt ist er abgehauen. Naja, einerseits schade um die Erfahrungspunkte, andererseits haben wir das ja eigentlich so geplant gehabt, dass die weglaufen. Kriegen wir zwar nicht viel, aber zumindest haben wir kein Level Drain. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich search mal lieber aus. Wo wollte ich denn hin? Hier wollte ich rein. Ja, Bash. So, ich glaube... Hier waren wir noch nicht, genau. Wo die ganzen Graffitis waren. You are in a very small dark room. Und ein nackter Mann in einem dark room. a muscular man locked in chains. Ja, es wird immer... lies here. Near him is a page that you place in your journal under entry 47. Will ich das wirklich lesen, was da jetzt steht? Naja, gut. A small wrinkled parchment with roughly scratched notes. Hobgoblins transferred out of Valjevo Castle, now replaced by giants and trolls. Sounds very tough. Steuernov Gate guarded by bugbears and Ettins. Heard Ettins didn't like light. Okay. Must be charmed or controlled. Sounds tough. Some smugglers sneak supplies to Steuernov Gate to the boss. Must check it out. Smugglers. Sneak supplies in, ne? Ist gar nicht schlecht. Ja, merken wir uns mal. Overheard Hobgoblins say a dragon scared them into leaving a nice lair in the mountains out east. Couldn't happen to a nicer bunch of creeps. Okay, also in den östlichen Bergen soll es einen Drachen geben, ne? Fantastisch. What do you do with the man? Free erstmal. How will you free him? Picklock. Ach nee, wir haben noch den. Unlock, wir haben noch den Key. The brass key you found opens all the padlocks. There's a free man here. What do you do? Parley. Nice. Thanks for freeing me. I'm Lord Cardonas servant. Verstehe. Ist das deine Arbeitskleidung? Add him to your party. Oh ja, dann, damit er hier mal rauskommt. Great, my name is Skullcrush. Also ich meine, mit dem Schnurrbart und der Frisur und dem, sonst hätte ich jetzt eher einen anderen Namen, aber ist auch gut so als Angestellter von einem örtlichen Politiker. Das hier ist mein enger Mitarbeiter, Skullcrusher. Naja. Andere Länder, andere Sitten. There's a secret door to the southeast. That's where I met the Hobgoblin. Ja, das wissen wir schon, die haben wir schon gefunden. Wir haben das Spiel ja schon mal gespielt, Kollege. Ne? So ist ja nicht. Okay, da haben wir jetzt Skullcrusher dabei. Dann können wir... Was ist Skullcrusher denn für einer? Fighter. Chaotic Neutral. Interessant, was der Cardona so für Angestellte hat. Chaotic Neutral. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Anarchisten als Angestellten, aber das ist eine Sache. Wisdom 8. Gut. So, dann gehen wir jetzt hier mal raus, würde ich sagen. Ja, so. 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 So, jetzt sind wir hier fertig, ne? Okay, dann jetzt ab zum Council Clerk. Oder vorher? Nein. Liste. 18.000 brauchst du. Du brauchst 8.000. Du brauchst, glaube ich, 22. Ja. Und 10.000. Okay. Und Mausling? 7.000.
Auch noch nicht auf, kann noch keiner aufsteigen, okay. Nee, 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 nee. Hier lang, Perks, so. Und mal gucken, was Cardona zu sagen hat. Wenn wir ihm die leere Box geben. Ja, die haben wir so vorgefunden, da war nichts drin. Ich meine, es ist gut, dass das Ziel unbroken ist. Das wird ihm überhaupt nicht auffallen, dass da nichts drin ist, aber wir werden es erleben. Ja, da, so. Ah ja, hier unten lang, so und so und so und so und so. Ja. Was? The City Watch stops you and removes Cardona's treasure from your keeping. They tell you your reward waits with the City Clerk. Okay. Blöden Deppen. So, dann machen wir mal bis wieder hell wird. So. Skull Crusher speaks. I must go to my master now. He leaves. Okay. Da wollten wir auch gerade hin, aber gut. Proclamations are posted on the walls and generally not. What is this? Be it known that the council has proclaimed a generous bounty for each undead killed. Be it also known that in addition to said bounty, the council is willing to provide a special enchanted item useful in the destruction of undead to any group of adventurers which accept the commission to cleanse Valhigan Graveyard. Ja, haben wir schon. Also, beziehungsweise, das Item haben wir schon. Die Commission haben wir ja auch schon angenommen, glaube ich. Ja, zeitig. Ja. Agent of the Council Clerk begins looking. Bla 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 bla. The clerk speaks. Councilman Cardona left this payment for some service you had rendered. Here is your reward. Ah, ist ihm nicht aufgefallen. Oder es war ihm egal. 20 Gems, oh, kann man nicht meckern. Besser als nichts. On the matter of commission, can offer the following. Ja, das kennen wir alles schon. Da. Irgendwas Neues. Das kennen wir auch schon. Okay. Ach ja, mit dem Bischof Braccio wollten wir ja auch noch reden, ne? Aber ich würde sagen, jetzt nächstes machen wir dann erstmal die Library. Aber das machen wir am nächsten Mal. Ich werde dann noch. Haben wir einige Erfahrungspunkte gekriegt? Ein bisschen, ja. Werde dann noch heilen und Sachen identifizieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder und dann machen wir uns auf den Weg in die Bibliothek, würde ich sagen. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüss.